Hey und ganz herzlich willkommen zum Update vom 1. November 2017. Heute sind neue Charakteranimationen rausgekommen und ich weiß noch nicht unbedingt, was ich dazu sagen soll. Zuerst habe ich mich erschrocken, denn wir hatten ja vorher so einen, ich sag mal, Giraffenhals. Und jetzt haben wir ja fast gar keinen mehr und ich finde das ein bisschen krass. Also wenn ich jetzt ein, habe ich überhaupt ein T-Shirt da? Wenn ich jetzt ein T-Shirt anziehe, ist es auch nicht unbedingt besser. Es wirkt so, als wenn man den Kopf so runterkneift, wenn man irgendwie sich vor irgendwas schützen will oder keine Ahnung. Naja, von hinten sieht es auch ein bisschen seltsam aus. Und was ich sehr bemängelt, ist, dass die Hose aus dem Stiefel rausragt. Und das finde ich ein bisschen schade. Außerdem ist mir aufgefallen, dass die Person weiblicher geformt wurde. Wenn man jetzt an den Beinen guckt, davor war es ja sozusagen ein Stock. Jetzt drehe ich mich mal. Die Animationen sind auf jeden Fall auch anders. Aber ich finde es ein bisschen schade. Es wurde erst dieses Jahr oder letztes Jahr geändert und ich finde, dann brauchen die nicht einfach nochmal was Neues machen. So sieht das auf jeden Fall aus, wenn wir laufen. Klar, sie sieht ein bisschen weiblicher aus von den Beinen her. Sie läuft. Läuft? Ja, läuft. Etwas anders. Also die meisten Mädchen laufen so, dass die Fußspitzen nach innen gucken. Ich auch, aber das ist halt Gewöhnungssache. Naja, es sieht schon ein bisschen echter aus. Sie guckt sich auch ein bisschen um. Naja, was mich nur stört, ist der Hals. Das ist einfach. Naja. Die Augen wurden auch anders. Oh Gott, guck, die gruselig. Die Augen wurden auch anders gemacht und das Gesicht wurde ein bisschen rundlicher. Bei den Haaren wurde eigentlich nichts verändert und naja, sieht halt ein bisschen anders aus. Wenn wir dann laufen, das ist ein bisschen interessant geworden. Ich finde, es ist ein bisschen ruckartig, aber es sieht trotzdem noch ganz hübsch aus. Aber wir können jetzt nicht mehr auf der. Oh doch, komm mal. Also, naja, es ist nicht unbedingt meins. Vor allem das Rückwärtslaufen. Es sieht so aus, als wenn meine Sportlehrerin im Sport rückwärts läuft. Es ist einfach interessant. Ah, warte mal, guck mal. Wenn wir jetzt normal gehen und dann rückwärts drücken, sind wir langsamer, als wenn wir laufen würden und dann rückwärts, oder? Ja. Okay. Ich habe schon mal was entdeckt. Yay. Ich würde mal gerne sehen, wie es aussieht, wenn wir winken. Das ist anders. Okay, also es wurde alles umgeändert. Hallo, ist so. Tschüss. Ja, tschüss, ne? Anhalten. Okay. Oh Gott, süß. Das ist süß geworden. Das wurde ähnlich gemacht. Ja, das ist genau das Gleiche. Da ist immer noch nichts. Ja, ich muss erstmal warten. Okay, also es wurde alles umgeändert. Ihr könnt gerne mal alles angucken. Okay, da. Ich zeig da jetzt hin. So sauer ist. Okay, es wurde ein bisschen. Wie heißt das? Von diesem Theater, wo wir mitgespielt haben, übernommen, habe ich das Gefühl. Es sieht auf jeden Fall ein bisschen schöner aus als davor. Also, ich finde den Charakter jetzt auch nicht schlecht, aber. Ich finde, diese krassen Veränderungen müssen nicht zwangsläufig sein. Welches Pferd wollen wir uns denn mal setzen? Ich würde echt mal zu Ferrico tendieren. Ferrico, der Name, das klappt nicht mehr. Das war früher ein Bug, der leider nicht mehr funktioniert. Da musste man einfach das Spiel auf Spanisch umstellen und dann konnte man im Spiel andere Namen benutzen. Und jetzt geht das leider nicht mehr. Dann wollen wir uns gleich mal ganz schnell die Gangarten ansehen. Ich bin nämlich mal ganz, also was heißt die Gangarten? Aber sie sitzt auf jeden Fall ein bisschen anders. Boah, das sieht echt seltsam aus beim Reiten. So, soll ich jetzt erstmal mit Sattel oder ist das egal? So, ich packe einfach mal rauf. Es leckt noch ein bisschen. So. Ah, oh, wir sitzen im Sattel. Das ist schon mal wieder ein Kritikpunkt. Upala. Ich mache kurz das Interface aus. Also, das ist wirklich ein Kritikpunkt. Wir versinken ja förmlich im Sattel. Das ist nicht schön.
Aber sie sitzt sehr aufrecht, nicht mehr so relativ krumm. Sie geht dezent mit den Händen mit. Und was ich gut finde, dass die Hände aufrecht stehen. Das muss ich selber noch beim Reiten ein bisschen mehr hinbekommen. So beim Leichttraben. Also, wir versinken halt im Sattel. Das ist echt ärgerlich. Aber es sieht gar nicht schlecht aus. Moment, hier können wir ja gar nichts sehen. Ich suche mal gleich einen Platz. So, der war schön nah. Die Hände sind wieder aufrecht. Wir sind ein bisschen nach vorne gebeugt, aber das ist eigentlich normal. Aber was mich ein bisschen stört, ist, dass die Knie nicht ganz am Sattel sind. Die sitzt so wie auf dem Stuhl. Also, naja, ich glaube, ihr wisst oder einige von euch wissen, was ich meine. Ich fände es auch sehr cool, wenn wir angaloppieren, dass sie das eine Bein nach hinten nimmt. Warte mal, ich will mal den Übergang nochmal sehen. Okay. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie kleiner geworden ist. Sie schrumpft ganz schön. Wahrscheinlich, weil sie im Sattel ist. Den Galopp finde ich eigentlich ganz schön. Da kann ich eigentlich kaum was bemängeln. Ich bin auch kein Experte, deswegen. So, dann beim fast ganz schnell. Normalerweise war sie doch immer relativ, also im leichten Sitz oder Entlastungssitz. Aber jetzt, sie sitzt sehr aufrecht und ist sehr vorausschauend. So, und jetzt kommt der leichte Sitz. Nein! Kommt der leichte Sitz. Den finde ich besser als davor. Sie geht nicht mehr so krass aus dem Sattel raus. Ja, es gefällt mir. Ich finde es nicht schlecht. Also viele werden jetzt sagen, oh Gott, das sieht so furchtbar aus. Was findest du daran so toll? Man kann das sowieso nicht ändern. Und man soll damit zufrieden sein, was man jetzt hier bekommt. So, das Springen. Es geht ein bisschen schnell, ne? Man kann da kaum was sehen. Vielleicht verlangsame ich das einmal für euch, damit ihr das besser sehen könnt. Also, ja, es ist in Ordnung. So, das Steigen, das ist anders. Das ist cool. Okay. Aber ich verstehe nicht, wie sie dann nach vorne rutschen kann, wenn das Pferd steigt. Ja, okay. Ja. Da kann ich nicht unbedingt so viel zu sagen. So, das Anhalten. Sie zieht nicht mehr so krass. Das ist schön. Das freut mich mal. Ja, das ist gut. Und das Rückwärtsrichten. Sie guckt auch ein bisschen, aber nicht mehr so krass. Eigentlich müsste hier noch ein Spiegel hin, damit sie alles sehen kann, weil so kann sie eigentlich gar nichts sehen. Na, das Pferd ist vorausschauend. Ah ja, ich finde es gar nicht schlecht. Also, naja, man muss es hinnehmen. Der Hals muss auf jeden Fall nochmal geändert werden. Und ja. So, was gibt es sonst noch? Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ihr von der Animation haltet. Oder ich packe oben rechts eine Abstimmung rein. Ich muss mal schauen. Und wo wir gerade von neuen Klamotten reden, steht dort. In den Halloween-Shops von letzter Woche findet ihr drei Hexenhüte, die so cool sind, dass echte Hexen vor Neid erblassen würden. Dann sehen wir uns gleich dort wieder. So, wie ich sehe, Alter, sind die teuer. Also ich würde mir höchstens den schwarzen nehmen, wenn ich mir einkaufen würde, aber ich stehe nicht so auf Hexenhüte. Also einmal gibt es den für 49 Starcoins oder 8540 Jörvik-Schillinge. Den finde ich nicht schlecht. Dann der für 99 Starcoins. Boah, ist teuer. Und mit so einer Gürtelschnalle da oben. Und dann der wilde Hexenhut für 219. Das ist sehr, 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 sehr übertrieben. Sieht ein bisschen aus wie so ein Western-Hut. Auch wenn das so eine Spitze hat. Also meins ist es jetzt nicht unbedingt. Naja, auf jeden Fall gibt es noch eine Änderung im Kleiderschrank. Das habe ich eben im Heimi vergessen. Da werde ich jetzt auch nochmal schnell hinreiten. Denn es gibt einen neuen Platz im Schrank. Wo ihr die Items verstauen könnt. Das sind, glaube ich, auch 10 Plätze. Ich glaube aber auch
nicht, dass da irgendwas anderes rein kann. Bin ich mal gespannt, was da überhaupt alles rein geht. So, dann schnell mal da rein. Außerdem hat mir eine Zuschauerin geschrieben, wenn man hier reingeht, kommt sowas. Und ich finde das ganz cool. Zuerst hat das nicht geklappt, als ich es ausprobiert habe. Hier ist es. Aber jetzt mittlerweile klappt es. Ich weiß nicht, ob wir jetzt noch sowas benutzen können. Übrigens, das Zombie-Pulver, dieses fürs Zombie-Pferd, das habe ich einfach so bekommen, kriege ich das. Okay, Futter kann da also auch rein. Und sowas. Also, ich glaube, der Rest kann da, glaube ich. Nee. Das könnte da nicht rein, okay. Also, Futter kann da noch rein. Zuerst hat das nicht geklappt, als ich da reingeritten bin, was ich ein bisschen komisch finde. Halloween geht sogar weiter. So, da steht's. Sämtliche schaurig schönen Halloween-Aktivitäten aus unserem letzten Update werden diese Woche fortgesetzt. Wenn ihr euch nicht mehr an alles erinnert, lest doch noch einmal die Neuigkeiten von letzter Woche. Okay, der Pferdemarkt ist in Silverglade eröffnet und es gibt noch was im Bonus-Shop, wo die Lifetime-Starrider was umsonst ergattern können. Da werde ich jetzt auch nochmal schnell hinreiten und dann sehen wir uns gleich dort wieder. Also ich weiß jetzt noch nicht unbedingt, was da ist. Ich stelle mich schon mal so hin. Eine Tasche. Okay, die ist sehr hübsch. Eine stilvolle schwarze Tasche. Exklusive Pferdeausrüstung in limitierter Auflage. Oh, das könnte ich auch noch alles nehmen. Aber ich habe momentan nicht unbedingt Platz und deswegen nehme ich die nicht unbedingt. Es sind auf jeden Fall sehr, sehr schöne Sachen hierbei. Also, wenn ihr Lifetime Starrider werdet, habt ihr auf jeden Fall eine Möglichkeit, neue Klamotten zu bekommen. Und das war es auch heute schon von dem Update. Wir haben jetzt schon alles, also wir sind alles durchgegangen und ich finde das Update nicht schlecht. Es ist nur gewöhnungsbedürftig. Es dauert wieder ein paar Tage, bis man sich daran gewöhnt hat. Ich denke auch mal ein paar mehr bei anderen, denn viele haben auch geschrieben, wo ich will meinen Giraffenhals wieder zurückhaben. Oder sonstiges. Ich kann euch verstehen, aber es ist jetzt nun mal so und ich finde es jetzt auch nicht so dramatisch. Nur von hinten und so sieht es ein bisschen seltsam aus und auch, dass wir im Sattel sind, finde ich sehr schade. Aber naja, gut, wir können es nicht ändern. Vielleicht kannst du das vielleicht noch tun, wäre ganz cool. So, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!